Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Ja, da stehen wir hier an dieser rätselhaften Scheibe, aber das soll uns jetzt nicht weiter interessieren. Wir haben ja gesagt, wir vermuten, dass wir da was einsetzen müssen. Wir werden jetzt erstmal weitergehen, aber bevor wir das tun, müssen wir uns jetzt mal ein bisschen intensiver mit Hieravias, unserem neuen Druiden, befassen. Und ich muss sagen, ich war vorhin ein bisschen schwer von Begriff, als wir ihn getroffen haben. Und zwar ist das offenbar folgendermaßen. Er ist ein Geisterwandler oder Geistwandler. Er kann sich einmal im Kampf, auch wenn das hier nicht so wirklich erklärt wird, kann er sich in einen Stelger verwandeln. Ich gucke mal direkt, ob wir den Bestiarium schon haben. Was das eigentlich für eine ist. Nee, den kennen wir gar nicht, diese... Na gut, auf jeden Fall in irgend so ein Viech, was so aussieht wie ein Löwe. Sagen wir jetzt mal. Wir werden es erleben im Kampf. Wir werden das dann gleich austesten. Auf jeden Fall ist da also irgendwie ein kann er sich verwandeln, wie das Druiden manchmal so können, in Tiere. Und offenbar hat dieses Tierchen hat diesen Hirsch erlegt und quasi in dieser Tierform. Und er hat dann noch deswegen auch dieses rohe Fleisch, was er da im Maul hat, quasi dann in Menschengestalt weitergegessen. Also das scheint der Teil dieser Geschichte gewesen zu sein, den wir nicht so richtig verstanden haben. So, aber das dazu, jetzt müssen wir ihn erstmal aufleveln. Dazu müssen wir uns überlegen, was soll er hier für eine Rolle spielen. Er ist so eine Art, ja auch so eine Art Zauberer, so wie die Druiden, so wie die Priester und die Magier. Die haben mal so ein Set an, also vielleicht am ähnlichsten mit dem Priester mit Durance zu vergleichen. Ein Set an festen Sprüchen, aus denen wir auswählen können. Insofern wird er also jetzt sicher kein Nahkämpfer in erster Linie sein. Ich werde ihn auch so wie Durance in etwa einsetzen, dass er weiter hinten steht, als Primärwaffe eine Fernkampfwaffe hat, auch wenn er hier mit dem Speer daherkommt. Ich würde ihm sogar auch einen Speer geben, aber ich habe irgendwie keinen richtig guten, sehr guten Speer dabei. Also ich denke, wir werden ihn mit einer Fernkampfwaffe ausstatten und dann wird er noch eine zweite Nahkampfwaffe haben, aber im Nahkampf wird er vermutlich dann vor allem als Geisterwandler hier unterwegs sein. So, insofern werden wir jetzt verschiedene Dinge jetzt hier leveln. Einmal eben diese Geistverwandlungsgeschichten und einmal ja vor allem auch den Umgang mit der Fernkampfwaffe. Und ich habe ein bisschen überlegt, was passt zu einem Druiden für eine Fernkampfwaffe? Irgendwie Pistole, Gewehr nicht, auch Armbrust eigentlich nicht wirklich. Und insofern habe ich mich dann doch auch für den Bogen hier entschieden, zumal wir einen fantastischen, einzigartigen Bogen noch dabei haben, den er sehr gut tragen kann. Okay, er füllt so ein bisschen die Rolle von Durance aus. Insofern wird auch er hier vor allem wissensbasiert sein, damit er im Zweifelsfall auch Schriftrollen verwenden kann. Es ist natürlich jetzt kein Druidenwissen, nennen wir es mal Weisheit, diese Art von Wissen. Okay, weiter geht's. Hier sind wir bei den ersten Klassentalenten. Und ich werde jetzt das mal weiter skillen. Hier Wildschlag, das scheint also diese Verwandlung zu sein, wenn ich das richtig verstehe. Beim Geisterwandeln, genau. Und da kann man entweder Brandschaden oder so verschiedene Schadensformen nehmen. Und ich glaube, Zersetzungsschaden haben wir relativ selten. Deswegen nehme ich mal Zersetzung bei ihm. Okay, und dann hat mir das gut gefallen hier. Fokus des Galans. Das ist ein modales Talent. Und zwar in der Aura-Reichweite bekommen die Einheiten plus 4 Genauigkeit. Und da er dann hinter denen steht, zusammen mit den anderen Fernkämpfern, bekommen die dann mit Genauigkeit. Das finde ich ein ganz schöner Effekt. Weiter das Ganze. Okay, nächste Stufe, Stufe 3. Wir gehen wieder ein bisschen Wissen hoch und ein bisschen Überleben, denke ich mal. Okay. So, und das ist jetzt sozusagen die zweite Stufe der Druiden-Zauber. Mit denen muss ich mich erstmal vertraut machen. Das ist wieder eine ganz schöne, ja, wie soll ich sagen, eine ganz schöne Vorbereitung. Erfordert das jetzt auf einen Schlag mal eben 5, 6 verschiedene Level von Zaubern sich anzueignen. Also einfacher wäre es sicher gewesen, Durance einfach zu behalten. Aber wir wollen ja hier mit allen Charakteren irgendwie spielen. Okay, die Punkte behalte ich diesmal mal übrig. Und jetzt gucken wir mal, was wir jetzt weiternehmen. Die größere Wildschlagzersetzung könnte man auf jeden Fall auch nehmen. Und was hatte ich mir noch ausgesucht? Hier, verwundener Schuss des Läufers. Das ist das gleiche, was Sagani auch hat. Das finde ich ganz gut. Damit kann man jemanden
zum Humpeln bringen. Okay, weiter. Nächste Stufe, Stufe 5. Wir gehen wieder Wissen hoch. Sparen nochmal Punkte auf. Jetzt haben wir die nächsten Druidenzauber. Stufe 6, wieder Wissen. Sparen das auf. Weiter. So. Ja, dann lasst uns mal hier in die Talente reingehen. Einmal nehmen wir mal das Abenteurer-Talent. Das ist auch für Kriegsbögen geeignet. Also plus 6 Genauigkeit und dann gleichzeitig noch Scharf oder Schütze. Machen wir mal Schütze. 20% Nachladegeschwindigkeit finde ich auch ganz gut. Gut, sehr schön. Und die nächste Stufe. So, Wissen können wir jetzt nicht. Müssen wir ein bisschen aufsparen. Aber ich glaube, wir können hier 2 Punkte nochmal auf Überleben geben. So, das sind wieder die neuen Zauber. Wir sind Stufe 8. Gehen weiter hoch auf Wissen. Das sparen wir uns jetzt mal auf. Gehen weiter. So. Dann habe ich mir überlegt, wir nehmen mal... Tja, was nehmen wir? Wir nehmen mal hier uns als Unterstützung Feldlazarett, finde ich nicht schlecht. Da können wir Gesundheit einem befreundeten, ja, einem Freund geben. Und vielleicht noch irgendwo, wo war das? Geisterjäger? Ja, genau, das fand ich auch ganz gut. Ich habe ja große Angst vor Geistern. 25% Schaden gegen Geist. Das passt, finde ich. So, auch hier weiter. Und ab in die nächste Stufe. Auch hier skillen wir nochmal Wissen. Wir sind jetzt 9, kriegen die Zauber entsprechend. Ja, jetzt können wir auch Stufe 1 Zauber pro Begegnung einsetzen. Wunderbar. Hier müssen wir ein bisschen warten mit Wissen. Wir machen mal einmal Heimlichkeit. Noch weiter. So, wie geht es weiter? Ich denke, wir werden jetzt noch Scharfschütze wählen. Und vielleicht einmal ein bisschen defensiv, irgendwie Körperkontrolle. Das ist vielleicht auch nicht schlecht. Okay, jetzt sind wir Stufe 11. Gehen wir nochmal das Wissen hoch. Das lassen wir. Und ich glaube, damit hätten wir ihn auf den Stand gebracht. Erlegt das Ganze. Stufe 2 können wir kostenlos einsetzen. So, ich bin natürlich jetzt noch überhaupt nicht vertraut mit dem Kram. Deswegen werde ich erstmal hier ihn... als Unterstützer hier ein bisschen von selbst laufen lassen. Auch pro Ruhephase Fertigkeiten kann er ruhig machen. Und zwar defensiv. Versuchen wir das erstmal so. Gut, jetzt ist aber entscheidend, wir brauchen... Oh, irgendwas ist hier geschehen. Das gucken wir uns mal an. Bau... Ah, Magieschmiede ist beendet worden. Und insofern sollten wir neu bauen. Ja, ja, hier will ich hin. Alles fertiggestellt. Ja, es ist jetzt wirklich nicht mehr viel. Bauen wir mal die Försterhütte. So, aber was jetzt wichtig ist, wir brauchen natürlich für ihn Ausrüstung. Und dafür müssen wir jetzt mal einmal rasten und ins Lager gehen, um ihn das Zeug holen. So, jetzt ist hier dieser Jagdbogen, den ich ihm geben will. Beharrlichkeit, der ist exquisit, wirklich exquisit. Mit Brandschaden und plus 45% Schaden, also ein super Bogen. Den hatte Sagani, bevor sie jetzt diese Seelenwaffe bekommen hat. So, und als Zweitwaffe geben wir ihnen mal, ja, ich weiß nicht so richtig, was passt. Ein Zepter und ein Schwert. Passt ein Schwert für einen Druiden? Leider habe ich, wie gesagt, eine Pike, finde ich, passt auch nicht so richtig. Ich habe nicht so passende Waffen. Ich glaube, ich nehme einfach mal diesen einzigartigen Säbel. Ich stelle mir so schon so vor, irgendwie ist schon ein bisschen abenteuerlich der Typ. Warum nicht mit so einer Art Piratensäbel? Und dann geben wir ihm mal noch dieses außergewöhnliche Schild als Nahkampfwaffe. So, jetzt aber viel wichtiger, was wir hier nehmen als Rüstung. Und hier fand ich die ganz gut. Diesen außergewöhnlichen Gambison, der hat eine Erholungsgeschwindigkeit von minus 20%. Das ist sehr gut. Und eine schöne hohe Schadensreduzierung. Den kriegt er dann auch mit. So, jetzt hier das Zusatzequipment. Meister Mystiker. Unsichtbarkeit, das passt irgendwie, finde ich. Ja, nicht so richtig. Was ist das hier? Waffenwechsel. Fallengenauigkeit, das brauchen wir auch nicht. Was geben wir ihm da mit über die Schulter?
Ach, das ist auch nicht so toll. Ja, nehmen wir mal das hier, Umhang des Schutzes. Das ist so ein Klassiker, würde ich sagen. So, dann haben wir aber hier... irgendwo haben wir noch so ein Genauigkeitsding. Genau, plus 3 Genauigkeit. Das passt für ihn. Und dann nehmen wir... Haben wir schon was im Gürtel? Ne, haben wir nicht. Dieses Niederstrecken-Ding. Finde ich jetzt auch nicht so prickelnd, aber was Besseres haben wir, glaube ich, gar nicht. Na, dann nehmen wir das erstmal, bevor er gar nichts hat. Auch wenn wir das sicher nicht so richtig verwenden werden. Und der Helm passt auch nicht zu ihm. Aber einen anderen verzauberten Helm haben wir nicht. Aber hier noch Ringe. Ringe nehmen wir auf jeden Fall noch mit. Das ist auch nicht schlecht. Plus 10 Verteidigung nochmal. Das ist vielleicht statt eines... Ah ne, ist auch ein Ring. Super. Okay, ich denke damit... Ach, Schuhe. Gibt es hier noch Reflexbonus? Warum nicht? Warum nicht? Gut, mehr brauche ich, glaube ich, erstmal hier nicht. Das lassen wir mal alles so sein. Okay, dann rüsten wir ihn entsprechend aus. Den ziehen wir ihn an. Das wandert gleich mit ins Lager. Der Bogen ist die Hauptwaffe. Das sind die Nebenwaffen. Die Dinger gehen weg. Das ist alles nichts Tolles. So, die Handschuhe bekommt er. Den Gürtel und die Ringe. Ach nee, der kommt da nicht hin. Kommt der hier hin? Ach, das kann nicht durch einen Druiden verwendet werden. Ach, nur durch einen Waldläufer. Na gut, dann gucken wir uns das später an. Und aber die Stiefel, die wird er wohl verwenden können. Okay, theoretisch ist noch irgendwie ein Helm und ein Ring möglich. Das können wir später machen. Aber was ich unbedingt gucken will, ob wir hier noch irgendwas Tolles verzaubern können. Töten, ja. Sehr schön, wir werden das jetzt nochmal stärken. Geist. Er ist ja schon extrem gut gegen Geister. Jetzt wird er super gut gegen Geister. Er ist unsere absolute Allzweckwaffe gegen Geister. So, Entschlossenheit. Na, verzaubern wir lieber hier nochmal die Rüstung. Oh ja, da ist ja noch einiges möglich. Tja, nehmen wir Gewandtheit. Nehmen wir Gewandtheit. Oder Intellekt. Ich meine, für so einen Druiden ist vielleicht Intellekt nicht schlecht. Machen wir doch lieber Intellekt. Verzaubern. Okay, und dann können wir das Ding noch verstärken und machen... Tja, Wucht, ich weiß nicht, Stich wahrscheinlich. Hinten wird der Fernkampf. Machen wir Stich für Zauber. Resistenz, weiße Esse haben wir nichts am Start. Okay, gut, damit sollte er ganz gut ausgestattet sein. Können wir hier noch was tun? Nee, da haben wir kein Rezept mehr für, beziehungsweise keine Zutaten, besser gesagt. Ja, dann haben wir ihn soweit. Ich denke, damit können wir losmarschieren und werden dann noch auf jeden Fall dort in die... nächste Region ziehen. Mit unserer Truppe. Nicht du alleine. Nein. Allesamt. Samt und sonders. Geht ihr bitte dorthin. Ja, machen wir das so. Aber wir können gleich auswählen. Ja, wir werden hier zurückkehren. Das birgt hier noch ein Geheimnis. Ich bin gespannt. Ich glaube ja, dass wir hier rüberkommen. Aber ich gebe zu, das ist jetzt auch nicht so unwahrscheinlich. Okay, dann gehen wir mal ins Dorf Dürfurt. Ich bin gespannt, was dort auf uns wartet. 6 Stunden. Hier fehlt die OK-Taste. Verwunderlich. Hier sieht es ja auch nicht so toll aus. Sehr ruinös, das Ganze. Wir werden bestimmt gleich erfahren, was... Oh, es ist Nacht. Es ist Nacht. Oh, wir kennen das Ganze. Wieso ist uns das alles schon bekannt? Und das Tagebuch wurde aktualisiert. Warum auch immer. Ich weiß jetzt nicht genau. Irgendwas in der Biografie? Vielleicht? Aha, das ist nur mit Hieravias. Okay, Zwillingsulm ist sein Ziel. Na gut.
Der Tempel von Berat wartet hier gleich und hier ist die Dürfurt Mühle. Okay, dann gehen wir, glaube ich, mal auf Erkunden. Und was ist hier schon los? Wie lange müssen wir noch hier draußen herumstehen? Was macht ihr hier? Bis wir sie gefunden haben, also haltet die Augen auf. Okay, hier wird irgendjemand gesucht. Führen wir mal das Gespräch. Medret. Ein Elf steht untätig neben der Straße und beobachtet das Dorf auf der anderen Seite des Flusses. Er nickt dir zu, als du näher kommst, und die vermummten Gestalten neben ihm werden still. Sei gegrüßt, Freund. Als er dich betrachtet, fängt er langsam zu grinsen an. Ich habe schon von dir gehört. Man sagt, dass du in Trutzbucht ganz schön zu tun hattest. Er kommt dir näher. Ich habe auch viel zu tun. Ich würde meine Aufgabe gern zu Ende bringen und wieder ins Dorf zurückgehen. Um was geht es denn da? Hast du es noch nicht gehört? Eine Mörderin läuft frei herum. Angeblich ist sie vor Trauer verrückt geworden und hängte ein Dutzend gesunder Kinder auf, nachdem sie selbst eine Fehlgeburt erlitten hatte. Er nickt den Gestalten neben ihm zu. Wir alle sind aus Trutzbucht gekommen, um sie dafür zur Rechenschaft zu ziehen. Aus Trutzbucht? Sie ist hier? Er nickt zum anderen Ufer hin. Sie versteckt sich im Dorf. Wir würden ihr ja selbst nachstellen, aber sie kennt unsere Gesichter. Wer weiß, was sie tun würde, wenn sie uns kommen sehe. Und wir würden gerne weitere Kollateralschäden vermeiden. Er beugt sich etwas näher heran. Ihr Name ist Nifre. Sie ist Orlanerin. Auch eine Orlanerin. Mensch, jetzt wird es ja langsam ein Zusammentreffen. eine Orlaner-Versammlung. Wir wollen sie aus dieser Ortschaft herauslocken, damit wir uns unbeobachtet um sie kümmern können. Sie weiß, dass wir nach ihr suchen. Wenn sie aber jemand überzeugen würde, dass es nun sicher ist, aufzubrechen... Wenn sie eine Massenmörderin ist, warum hat ihr der Duke dann nicht die Schmelztiegelritter hinterhergeschickt? Die Machthaber möchten das gerne im Stillen erledigen, aus offensichtlichen Gründen. Wir sollten besser kein Aufhebens machen und sie vor allem nicht erschrecken, damit sie nichts Drastisches unternimmt. Ich weiß nicht. Er legt seine starke Hand auf deine Schulter. So eine Verrückte ist das Problem aller, mein Freund. Halte einfach die Augen offen. Erinnere dich daran, was ich dir gesagt habe, sollte sie dir über den Weg laufen. Ich verspreche dir, dass es nicht zu deinem Nachteil sein wird. Na, ich habe noch ein paar Fragen an dich. Um was geht es? Was genau hat Nifre getan? Erinnerst du dich? Sie war für den Mord all dieser Babys in Trutzbucht verantwortlich. Schreckliche Sache, aber dafür wird sie schon noch bezahlen. Also, hast du Glück mit Nifre gehabt? Nee, wir suchen sie. Ich sollte mich weiter auf die Suche machen. Katz und Maus nennt sich diese Quest. Komisch, warum haben die so eine Angst vor ihr? Ich meinte, okay, Babys aufzuhängen, aber dazu gehört jetzt keine große Macht. Irgendwas steckt da noch dahinter, irgendwas stimmt hier nicht. Aber wir gehen erstmal in diesen etwas merkwürdigen Tempel, wo die Tür aufsteht. Und schauen uns hier ein bisschen um. Naja, hübsch eigentlich. Priester sind hier. Herold Beotmar und Kelby. Okay, der sieht so ein bisschen wie der Chef aus. Als du eintrittst, dreht sich der alte Mann um. Sein Gesicht ist mit Blutergüssen übersät und seine Unterlippe ist geschwollen. Raus mit dir! Ich habe euch schon gesagt, was... Er hält inne und blinzelt dich durch ein blaues Auge an. Entschuldige, ich dachte, du wärst einer dieser Raufbolde. Jeder grunzt angewidert. In was für Zeiten wir leben. Er grinst dich an, auch wenn es mehr wie ein Zucken wirkt. Wie kann ich dir helfen? Was ist mit ihnen passiert? Er humpelt zum hauchdünnen Fenster hinüber. Ihre Gesichter konnte ich nicht erkennen. Merkwürdige Männer mit Kapuzen fragten nach diesen Ruinen. Kliaban Relak. Er starrt durch das schmutzige Glas nach draußen. Die meisten Briganten, die hier durchkommen, fragen nach den Ruinen und suchen nach ein paar uralten Schmuckstücken. Diese Leute aber kannten den Namen und hatten es außerdem sehr eilig. Sie wollten wissen, wo Kliaban Relak liegt. Ich versuchte es vor ihnen zu verbergen, aber vorsichtig berührte er einen Fleck bläulicher Haut um seinen Wangenknochen herum. Ewig konnte ich auch nicht aushalten.
Kopfschüttelnd hinkt er vom Fenster weg. Ich weiß nicht, was sie im Schilde führten, aber es kann nichts Gutes gewesen sein. Okay, das klingt natürlich hochinteressant, aber dieses Gespräch werden wir dann das nächste Mal weiterführen. Erstmal sagen wir kurz, leben Sie wohl, aber wir vergessen ihn nicht. In der nächsten Folge geht's weiter, da werden wir ihn ein bisschen aushorchen, denn das scheint uns wirklich zu betreffen und zu interessieren. Also, bis zum nächsten Mal, macht's gut, euer Steinballen.